Willi, Herbert Wehner und Franz Josef Strauß in einem Dreibettzimmer im Altersheim. Ein Bett am Fenster, Willi. Ein Bett an der Tür, Herbert. Dazwischen quasi als Puffer, Franz Josef Strauß. Spannungen sind schon programmiert, denn Herbert braucht immer viel frische Luft. Und Willi zieht's. Ein klappriger Schrank für alle drei. Nun muss man wissen, Herbert hebt immer alles auf. Insbesondere Zeitungsausschnitte. Die dafür von der Heimleitung genehmigte Schere hängt diebstahlsicher an einer Kordel an der Innenseite der Schranktür. Frühstück ist um 7 Uhr, Mittagessen 11.30 Uhr, Abendessen um 17 Uhr. Nun muss man auch wissen, dass seit dem erzwungenen Rücktritt Willy Brandts, der badet gerne lau, gab es ja nicht nur besondere Beziehungen zwischen der damaligen Bundesrepublik Deutschland, der damaligen DDR, sondern eben auch ganz besondere Beziehungen zwischen Willy Brandt und Herbert Wehner. Natürlich hatten alle drei gleich nach ihrer Einweisung ins Altersheim dort selbst einen eigenen Ortsverein gegründet, den sie je nach Temperament entsprechend tyrannisierten. Herbert geht immer schon morgens um 4 Uhr frühstücken, weil er es aus bekannten Gründen ablehnt, mit Willi an einem Tisch zu sitzen. Nachmittagsruhe, alle Insassen auf dem Zimmer. Franz Josef, du gibst. Ich hab doch gerade gegeben, du gibst. Ach so, also gut, dann heb ab. Sag mal, kannst du dem nicht mal sagen, er soll mit seinem Geraschel aufhören? Herbert, Herbert, kannst du es mit in die Zeitung nicht machen, wenn du allein im Zimmer bist? Nein! Stoder Bock. Die haben da eine neue Küchenhilfe gekriegt. Hast du die schon gesehen? Ist mal so dünn. Aber du, du hast doch da in deinem Ortsverein so eine dralle Blonde. Kannst du da nicht mal was drehen? Also, morgen steht auf dem Speiseplan Schnitzel. Also, wenn es gebombt, kannst du meins haben. Ich muss sowieso in die Stadt. Also gut, dann um 8 Uhr in der Waschküche. Vernichtender Blick von Herbert, der mit aufgeklappter Schere regungslos an der Schranktür steht. Am nächsten Tag beim Mittagessen sagt Herbert Wehner zu Franz Josef Strauß, wenn du ihm morgen beim Mittagessen auf seinen Stuhl eine Reiszwecke legst, bekommst du meinen Nachtisch. Herbert, 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 sei mir nicht böse, aber also gut, die ganze Woche. Am selben Abend, 17.59 Uhr, Herbert geht gerade mit seiner Aktentasche den Korridor entlang am Fernsehzimmer vorbei. Herbert hat wieder Ortsvereinsversammlung. Was lassen halt? Ich sag ja nur. Wo warst du denn heute? In Bad Salzuflen. Ja, politisch? Nee, privat. Na was? Hast du was laufen? Jein. Ich hab meine Rheumadecke gekauft. Jetzt ist kostet mindestens 200 Mark. Wo ist das Geld her? Na, ich bring doch dienstags immer das Altpapier weg. Was denn für Altpapier? Hier aus der Anstalt? Na, das von Herbert, der schneidet ja nicht alles aus. Du bringst dem Herbert seine Zeitung weg? Na, das merkt er doch gar nicht. Das mache ich doch erst, wenn die Zeitungen ganz unten im Altpapiercontainer angekommen sind. Dann kriegt man doch was dafür. Aber sicher doch. Wenn ihr glaubt, dass ihr mit mir machen könnt, was ihr wollt. Mein Gott, wie der seine Leute mit dem Zaum hat, ist unglaublich. Naja, im Zusammenscheißen ist er immer noch der Größte. Also, ihr habt erklärt, dass man... Dann müsst ihr euch einen anderen suchen. Wer bin ich denn? Also, ihr habt erklärt... Dass ihr mit mir machen könnt, was ihr wollt. Nun wählt ihn doch schon, damit endlich die Brüllerei aufhört. Das ist ja nicht zu ertragen. Also, was hast du gehört? Naja, ich hab da was gehört, also... Er soll bei der Heimleitung einen Vorstoß machen. Was denn für ein Vorstoß? Na ja. Also, du sollst künftig an der Tür schlafen. Was, ich an der Tür? Ich an der Tür, wo ich mir extra heute auf der Butterfahrt nach Bad Salzuflen für 57
die Romantiker gekauft haben, soll ich jetzt an der Tür stehen? Das lass ich nicht durchgehen. Wie, beruhig dich doch. Na, ich will mich gar nicht beruhigen. Ich werde morgen bei der Heimleitung Druck machen. Während Willi am nächsten Tag bei der Heimleitung sein ganzes internationales Gewicht in die Waagschale wirft, tauscht Herbert schon mal die Kopfbezüge der beiden Betten aus. Also Herbert, ich möchte zwar nichts vorschreiben. Kannst du auch nicht. Genau. Nur Sophie, ich hab da was leiden hören. Ich hab da was leiden hören, dass der Willi von der ganzen Sache Wind bekommen haben soll. Also, ich werde an deiner Stelle eher zurückhaltend. Mein Herr, ich brauche Ihren unwerten Ratschlag nicht. Inzwischen pfeifen es ja schon sämtliche Heiminsassen von den Dächern, was Sie mit den Mitgliedsbeiträgen Ihres noblen Ausweins anstellen. Also Herbert, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich sage nur, letzten Mittwoch, 15.30 Uhr, Trinkhalle. Sie können Ihren Mund jetzt ruhig wieder zumachen, mein Herr. Es zieht! In diesem Augenblick kommt Willi zur Tür rein. Kennt der Wester, was ich gehört habe? Nein, was denn? Da sind wir aber mal sehr gespannt. Wir kriegen einen Neuzugang auf die Bude. Was? Ja, davon weiß ich ja gar nichts. Na, das kannst du ja auch gar nicht wissen. Das habe ich nämlich von ganz oben. Für einen Augenblick dehnt sich die Zeit im Zimmer. Eisiges Schweigen. Herbert steht völlig regungslos mit aufgeklappter Schere an der Schranktür. Mit dem, was in diesem Augenblick in den Köpfen dieser drei Herren vor sich geht, könnte man Bibliotheken füllen. 21, 22, 23. Da fliegt die Tür auf und im Türrahmen steht ein kleines, rundes Bündel mit einer Nickelbrille auf der Nase. Marcel Reich-Ranicki. Kinder, ich bin jetzt auch hier. Wo sind die Weiber?